Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Graveyard Keeper. Also ich habe es endlich wieder aus diesem blöden Sumpf rausgeschafft. Ich habe allerdings noch eine Leiche präpariert, muss ich jetzt sagen, offline. Weil ich will jetzt in Richtung der Stadt gehen, wegen dem Astrologen. Und ich fände es einfach blödsinnig, da zwei-, dreimal zu laufen. Jetzt habe ich gerade alles auf einmal erledigt. Und jetzt beeile ich mich, weil ich nicht weiß, wie lange der Astrologe da bleibt. Der Tag ist ja schon wieder fast vorbei. Ich habe lang gebraucht, um aus diesem blöden Sumpf wieder rauszukommen. Ich sag's euch. Der Astrologe ist mein erstes Ziel. Hoffentlich schaffe ich's. Los, 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 lauf, lauf, lauf. Also das Ziel für diese Folge ist auf jeden Fall mit dem Astrologen zu reden. Hoffentlich kriege ich das hin. Dann werden wir noch mal ein bisschen beten. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich will die Brücke im Sumpf bauen. Und mit dem Alchemietisch schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Wahrscheinlich verpasse ich es ganz knapp. So, Necronomicon, wusste ich's doch, dafür brauche ich 40. Ah. Hier eigentlich. Bunden, großes, großes Buch, 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 Kapitel, Buch, Buch, Buch. Taschenbuch, ja, leider nichts. So, jetzt direkt brauche, Mist. Gut, ich habe es ja schon befürchtet, dass ich mir das Necronomicon erst holen kann, wenn er mich ein bisschen leiden kann. Jetzt ist die Frage, wie komme ich an das Buch dran? Ich sterbe ja gleich, wenn ich da dran gehe. Die einzige Möglichkeit wäre wirklich jetzt mit einem Zombie. Ja, das Einzige, was mir jetzt einfällt. Naja, da kaufe ich jetzt erstmal noch mein Fleisch und meine Bestattungsurkunden. So. Wieso ist das jetzt nur 48 wert? Das war doch beim letzten Mal 64 wert. Haut der mich übers Ohr? Oder kann es sein, dass da einfach ein so ein Nachfragepunkt ist, den ich jetzt nicht beachtet habe? Naja, schauen wir erstmal mit dem Alchemietisch. Dann gehe ich schnell die Brücke im Sumpf bauen. So, der wird bestimmt hier unten gebaut. Ja, Alchemietisch. Dafür brauche ich verbesserte kegelförmige Gefäße. Eisenstücke und Holzplatten. So, das heißt, ich brauche wieder was vom Handwerk. Nein? Theologie ist es auch nicht. Ja, Anatomie wird es wohl nicht sein. Aber guck mal, Balsamierungsflüssigkeit. Ach, da habe ich neue Dinge jetzt gelernt. Dunkle Injektion. Ah ja, cool. Alchemie. Alle Verstorbenen sind in deinem Friedhof willkommen. Sehr cool. Eieiei. Ach, guck mal. Das kann ich mir auf jeden Fall mal leisten. Oje. Bin gerade ein bisschen überfordert, was da wieder alles dazugekommen ist. Gut, Landwirtschaft hat auch nichts damit zu tun. Kann hier nur Bauen und Handwerk oder Schmiede sein. Ja, Schmieden. Gut, verbesserte kegelförmige Gefäße. 30. Ja, das kriege ich hin. Ich hoffe jedenfalls, dass ich es hinkriege. Ich habe nicht mehr viele Körperteile übrig, die ich erforschen kann. Dann muss ich gucken, wie ich die Punkte kriege.
Ach, wieder falsch gelaufen. Das gibt's doch nicht. Na, diesmal muss ich mir ja um den Rückweg keine Gedanken. Och, ich bin doch so ein Idiot. Ich hätte doch gerade den Heiltrank mitnehmen können. Ah. Naja, wenn ich die Brücke habe, geht's ja relativ schnell. Das kann ich ja noch irgendwie reinschieben. Also, ich kann das irgendwie reinschieben, dass ich ihr den Heiltrank bringe. Nicht ihr den Heiltrank reinschieben. Eine Flasche, das ist kein Zäpfchen. Zäpfchen. Nukula. Eieieiei. Gut, jetzt um die Uhrzeit ist die Hexe eh nicht da, also. Gute ist ja, dass man wirklich seinen Fußspuren folgen kann. Oh mein Gott, ich habe nicht auf die Ausdauer geachtet. Aber hoffentlich reicht es. Bitte lass es reichen. Ja! Ah gut, ich hätte ja auch noch notfalls Karotten dabei gehabt. Okay. Oh, das reicht dann auch mal. Und dann in die Kirche zu gehen. Ist denn der Bischof? Jetzt erwartet, dass der da ist. Ah, da kommt er. Kann ich ja gerade warten. Komm schon, lauf, du Typ da. So, Gebet. Ein paar Worte sagen. Kirche ist klasse. Yay, toll. So, zwei große Forschungen können wir jetzt machen. Sehr gut. Hoffentlich kann ich jetzt wirklich noch irgendwas erforschen. Irgendwas, was mir... Oh Mann, ich hab's befürchtet. Was mir Glauben bringt. Ah, verdammt, ich hab's echt befürchtet. Das ist schlecht. Habe ich da noch irgendwas nicht erforscht? Nein, natürlich habe ich da alles erforscht. Mist. Das ist jetzt schlecht. Spirituelles Wissen mit Geisterwelt. Verdammt. Kriege ich denn das jetzt? Das halte ich jetzt für problematisch. Das ist nicht gut. Das heißt, ich müsste jetzt wirklich nochmal da runter in den Dungeon und hoffen, dass ich da noch ein paar Dinge sammle, die mir Geisteswissenschaften bringt. Ach toll, großartig.
Ach Mist, was mache ich und wie mache ich das jetzt vor allem? Ich habe keine Idee. Aber hoffentlich habe ich mich jetzt nicht in irgendeinen Engpass reingezwungen. Wo habe ich denn jetzt 15? Ich glaube, ich brauche ja 18, oder? Den Heiltrank schon erforscht? Werde ich gleich mal nachprüfen. Da komme ich ja nicht rein. Einen Heiltrank kann ich nicht erforschen. Oder habe ich schon erforscht? Kann auch sein. Mann. Na egal, bringe ich der Hexe mal den Heiltrank, dann erfülle ich wenigstens die Quest. Dann muss ich gucken, was ich mache. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht. Ja, das habe ich gewusst, dass die Hexe jetzt noch nicht draußen ist. Verarscht die Alte mich. Ah. So, warte mit dem Händler. Händler kommt am nächsten Tag. Und jetzt? Warum meine ich? Ah. Hallo. Das ist gerade ganz schlecht. Unbedingt rausfinden, wie ich die spirituellen Punkte bekomme. Ach, Moment. Zack, zack. Da
Handwerk brauche ich das Stift und Tinte, ja, stimmt ja. Ansonsten hätte ich jetzt hier mal die Bücher versucht. Wobei die Bücher können mir ja immer noch was bringen, wenn ich es beim, sag mir's. Wenn ich sie beim Astrologen kaufe. Ach komm, ich gehe jetzt nochmal ins Dungeon. Vielleicht finde ich ja da ein oder zwei Hinweise. Beziehungsweise neue Bauteile. So, jede Ecke jetzt nochmal nach einem Ziel durchsuchen. Nein. Aha. Dann werdet ihr wohl die Letzten sein. Das Vieh. Nein, nicht ganz die Letzten, da unten, ja. Habe ich noch irgendwas? Heiltrank. Die Ausdauer. Nein! Verdammt! Ach gut, da unten rechts wären auch noch zwei Stück gewesen. Hätte ich jetzt eh keine Chance gehabt. Naja, da kann ich jetzt schlafen, bis der Händler kommt. Sache auch gut. Gerade überlegen, es war doch beim letzten Mal auch dunkel. Oder? Als ich bei der Hexe war. Muss da wirklich mal am helligsten Tag hin. Ich halte jetzt einfach mal ein paar Sachen bei mir. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere verkaufen. Jetzt kommt alles darunter. Okay, na dann schauen wir doch mal. Vielleicht hat der Händler ja auch den einen oder anderen Gegenstand, der wichtig für uns ist.
Da könnte ich mir eigentlich auch mal die nächsten Folgen mal anschauen. Wenigstens mal anschauen. Ja, da ist ja mein Freund, der Händler. So, gib ihm das Schluck auf Gras. So, das probiert er gleich mal. Danke für die Geschichte. Schmeckt irgendwie komisch. Schmecke ich gar nichts mehr. Warte kurz, ich beiß mal schnell vom würzigen Keks, den ich dabei habe, ab. Nanu, vollkommen geschmackslos. Ich spüre überhaupt nichts. Was hast du mir da gegeben? Wonach du gefragt hast. Schluck auf Gras. Oh mein Gott, es ist passiert. Das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorher gesagt, dass ich das verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Wer hat dir das gesagt? Eine alte Wahrsagerin. Ich bin mit meiner Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Wir machten an einer Oase halten. Da war diese alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr. Und jetzt auch noch das. Echt leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Ja? Nein? Der Inquisitor hat sie bestimmt alle erwischt. Wenn die alte Kloto noch am Leben wäre, sie war schon ziemlich alt, als ich jung war. Wenn sie noch am Leben wäre, muss sie eine echte Hexe sein. Du solltest sie in der Mitte des westlichen Sumpfs aufsuchen. Sag ihr, dass der Händler und Priester, der ihr immer die Liebestränke abgekauft hat, ihre Hilfe braucht. Daran erinnert sie sich bestimmt. Warst du mal Priester? Nein, mein Bruder war der Priester. Darüber will ich gerade nicht reden. Ich zähle auf dich, mein Freund. Heile meinen Fluch. Ich schau mal, was ich tun kann. So. Goldschmuckverzierung. Moment. 50 Silber. Ach du. Okay. Nein. Einfach nein. Bräuchte ich zwar einige, aber nicht zu diesem Preis. Never ever. So, erstmal hier für dich das Fleischpaket. Kann sein, dass das jetzt wieder ein bisschen mehr wert ist. Mir nicht ganz sicher. Okay, mit dem Kapitän brauche ich heute nicht zu reden. So, da beeile ich mich mal sehen, ob ich zur Hexe komme. Ich habe jetzt erwartet, dass ich ein bisschen was verkaufen kann. Hoffentlich ist die Hexe jetzt da. Ah, endlich. Da ist die Alte. Hier den Heiltrank. Jawohl. Sieht gut aus, versuchen wir es erstmal. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin Kloto. Ich erinnere mich wieder daran, wo mein Kessel ist. Also gut, ich bin wieder da. Was brauchst du von der guten alten Kloto? Hab gutes Zeug, so guten Stoff findest du heutzutage sonst nirgendwo. Ah, ich brauche deine Hilfe. Ich muss einem Händler helfen. Er hat mir erzählt, dass er dich gut kannte. Er hat mit seinem Freund, dem Priester, Liebestränke bei dir gekauft. Ach, na klar, ich erinnere mich an die beiden. Die waren so süß, aber das waren Brüder, meine ich. Also, wie kann ich ihm helfen? Er hat Schluck auf Gras gegessen und seinen Geschmackssinn verloren. Er glaubt, er sei verflucht. Das klingt, als sei er von einer anderen Hexe verflucht worden. Es wäre unprofessionell von mir, ihm dann zu helfen. Damals haben wir in solchen Situationen geholfen, aber dann ist der ganze Markt zusammengebrochen. Jetzt ist es verboten. Nur die Hexe, die ihn verflucht hat, darf ihn auch wieder heilen. Also gibt es keine Heilung für ihn? Mal sehen, ich hab dir die Grundlagen verraten. Du bist kein Hexer, da gibt es so ein schlaues Wort für das, was du bist. Chemiker, Alchemiker, ja, irgendwie sowas. Du kannst meinen Trank brauen und ich verrate dir das Rezept. Mich einfach eine Gesundheitslösung mit Salz. Vielen Dank. Okay. So.
Handeln, dann schauen wir doch mal. Goldener Apfel. Ach, kostet ja nur 10 Gold. Öl, Alkohol, Kleber, Säure, elektrisches Puder. Aber kann ich benutzen für die Punkte. Okay, ist das Einzige, was ich holen kann. Gut. Ja, dann gehe ich jetzt mal noch zurück in die Kirche. Und hoffentlich reicht das, was ich davon kriege. Ich glaube es aber eher nicht. Ansonsten muss ich irgendwo gucken, wo ich mir die kegelförmigen Gefäße da kaufen kann. Oh Gott, noch mehr Geld. Wenn das so billig ist, wird mir das nicht 30 Punkte bringen. Yay, 6 Punkte, vielen Dank. Na komm, dann erforschen wir wenigstens mal den anderen Kram noch. Rostige Werkzeuge erforsche ich jetzt noch. Kann ich sie nämlich auch verkaufen. So. Dann würde ich sagen, mal noch da rein. Gut. Die Frage ist natürlich, an wen ich das Hirn verkaufen kann. Werkzeuge habe ich, die kann ich verkaufen. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, bis dann und ciao.